Was ATCs sind, plus wo ich diese finde, das erkläre ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Kreiner von broker-test.at und heute geht es um ATCs, die unter anderem bei Flatex anfallen. Und zwar ATC ist die Abkürzung für Additional Trading Costs, also zusätzliche Kosten, die beim Traden, beim Kauf bzw. eventuell auch beim Verkauf entstehen könnten. Und zwar, wir wissen, dass Flatex rund 900 verschiedene ETFs hat, die über Sparpläne bzw. Investpläne kaufbar sind. Nun ist es bei Flatex so, dass sie eben sagen, okay, wir haben einige ETFs ohne Ausführungsgebühr. Das sind so um die 250 ETFs aktuell und der Rest eben mit Ausführungsgebühr. Und diese Ausführungsgebühr ist pauschal bei 1,50 Euro. Und bei Flatex heißt es aber dann noch plus ATC, also die ATC, die Additional Trading Costs. Und wie hoch diese Additional Trading Costs sind, das unterscheidet sich eben je nach ETF. Und jetzt gibt es natürlich ETFs mit einem höheren ATC und mit einem niedrigeren ATC. Also das könnte sein plus 0,1% oder 0,3% oder was auch immer. Und daher ist es ganz gut, wenn du dich im Vorhinein aufschlaust, wie hoch denn die ETCs denn bei diesem einem ETF sind, den du gerne kaufen möchtest, weil vielleicht sind sie auch 0,6 oder 0,7. Es geht einfach nur darum, dass du Bescheid weißt, wie hoch denn diese ETCs sind. Und wie schaffst du denn das, dass du da eben nachsiehst? Und zwar, am besten ist es eben, so mache ich immer, indem du in die Google-Suche eingibst, ETF-Sparplan Suche und dann kommst du bei Flatex, ETF-Sparplansuche Flatex zum Beispiel, dann findest du eben ein Suchergebnis, das nennt sich Fonds und ETFs, Flatex Online Broker und dann heißt es ETF-Sparpläne ohne Gebühren und dann scrollst du ein bisschen nach unten und wenn du eben da runter scrollst, dann kommst du eben zur Suche. Und diese Suche, da kannst du einen Namen eingeben, da kannst du die ISIN oder die Wertpapierkennnummer eingeben und natürlich die Art. Plus, es gibt dann zwei Chatboxen, das eine ist sparplanfähig und das andere ist ohne Ordergebühr. Und wenn du eben jetzt sagst, oh, sparplanfähig und du kannst dann unter Emittent, also weitere Merkmale eingeben mit Emittent oder Risikoklasse. Und ich sage jetzt zum Beispiel, dass ich mir eben hier einen bestimmten ETF suchen soll und sage dann eben Suche starten und danach kommt eben das Ergebnis, Anzahl der gefundenen Fonds, der eben Emittent, Risikoklasse X und ich habe da eben, ja, er ist sparplanfähig, Sparplan kostenlos, also keine Ausführungsgebühr in diesem Fall, aber die ETC ist eben bei 0,5. Habe ich eben jetzt zum Beispiel einen Sparplan in der Höhe von 100 Euro, dann fallen eben Additional Trading Costs an in der Höhe von 50 Cent. In diesem Fall. Jetzt habe ich, verwende ich einfach einen anderen ETF, sage ebenfalls, das soll sparplanfähig sein. Das ist jetzt einer von BlackRock, ein iShares. Hier ist es dann eben 1,50 Euro Ausführungsgebühr plus eben Additional Trading Costs in der Höhe von 0,14 Cent. Würde dann bedeuten, bei dem einen habe ich bei einem Investment pro Monat von 100 Euro habe ich 50 Cent an Gebühr, diese Additional Trading Costs. Und in diesem Fall habe ich 0,14, heißt eben dann 14 Cent zusätzlich zu
den Sparplankosten in der Höhe von 1,50 Euro. Heißt dann, ich habe da 1,64 Euro an Gesamtgebühren. Das heißt, wenn ich das feststellen möchte, wie hoch denn die Additional Training Costs sind, dann schaue ich eben hier rein. Die sind aber natürlich nicht in Stein gemeißelt, die können sich natürlich auch immer verschieben. Deshalb hin und wieder da reinschauen. Aber grundsätzlich sind es jetzt im Regelfall eher nicht die hohen Kosten. Ich würde sagen, meistens bewegen sie sich so um 0,2, 0,3%. Und wie wir wissen, wenn ich einen ETF-Sparplan habe, dann steht ja das Langfristige im Vordergrund und die Gebühren, die Kosten, die eben flatex hier anbietet, in der Höhe von 1,50 € plus Additional Training Costs, sind ganz gut. Insbesondere, weil einfach flatex steuereinfach ist in Österreich, plus eben eine so große Auswahl an verschiedenen ETFs hat, unter anderem auch Vanguard-ETFs, die eben sehr beliebt sind bei der Auswahl. Und 900 ETFs, da kann eben der typische österreichische Broker nicht mit. Die Dadat hat mehr ETFs mittlerweile, die liegen knapp bei 40 ETFs. Die Hello Bank hat ein wenig über 100 ETFs. Die haben jetzt aber mittlerweile auch einige ETFs ohne Gebühren dabei, die ebenfalls sparplanfähig sind. Also vielleicht die Hello Bank da ebenfalls noch anschauen. Ja. Ansonsten sind eben bei Dadat als auch Hello Bank die Ausführungsgebühren höher als jene bei der Dadat. So viel zu meinem Wissensvideo, wie ich denn die Additional Trading Costs herausfinde. Es sind eben zusätzlich Kosten, die beim Kauf bei einem ETF oder die bei der Ausführung eines ETF-Sparplans anfallen können. Und ich kann mir das eben im Vorhinein ansehen über eine Suchmaske bei flatex, wie hoch denn tatsächlich diese Kosten sind. Danke an dieser Stelle bei dir fürs Zusehen. Hat dir das Video gefallen, dann gib einen Daumen nach oben. Subscription, das heißt ein Abo mit vielleicht Glocke dazu. Darüber würde ich mich irrsinnig freuen. Auf jeden Fall danke sehr soweit. Bis bald und auf Wiedersehen hier auf meinem Kanal auf broker-test.at oder eben auf der Webseite. Dankeschön, bis bald und auf Wiedersehen. Ciao.